Ja, einen wunderschönen guten Tag zu LS19. Ja, es gibt ein paar neue Mods. Ich gehe natürlich nicht alle durch, aber die Mods, die mich interessieren und wo ich hinterstehe und wo ich sage, die sind geil, die präsentiere ich natürlich. Und dazu gehört diese Kuhweide. Ihr habt 30 Kühe. Dieses Gerätschaft hat 13 Slots, 30 Kühe. Hier steht ja gerade Kuhweide 4700, schieß mich tot. Das ist nicht ganz richtig. Die kostet 9000, schieß mich tot. Also 9500, 90 Euro am Tag. 16 Slots. Hier steht natürlich jetzt einer, weil wir ja schon einer haben. Da steht das 13 Slots. Ich korrigiere. 13 Slots, 30 Tiere für 9000 paar zerquetschte. Und ist vom Stil von Erlengrad. Und ich habe die hier mal verbaut. Wollt ihr euch präsentieren. Hier habt ihr das Tiermenü, unschwer zu erkennen. Hier habt ihr Wasser, auch unschwer zu erkennen. Hier habt ihr Stroheinwurf. Das müsst ihr mit einem Stroheinwerfer machen. Es könnte auch sein, dass es klappt mit losem Material per Auffangwagen, ne, wisst ihr. Aber grundsätzlich ist es vorgesehen. Ne? Die Verarbeitung vom Kuhstall ist Hammer. Ich mache mal hier Licht an. Zack. Ne? Ihr habt Licht. Verarbeitung ist wirklich, wirklich sehr gut. Ihr habt da oben Dachboden, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich mache mal kurz das Netz hier auf. Wenn es mal aufgehen würde, wo geht das Netz hier auf? Hallo? Hier ist Milch. Ne? Hier. Da ist Gülle. Na, das ist ja mal geil. Mist. Das hier weiß ich noch nicht so richtig. Vielleicht kann man das Silage in klein einlagern. Da ist bloß die Rolede. Und wo ist der Knopf dafür? Ach, da. Da an der Ecke. Der kleine Knüpsi da. Ja, könnt ihr hochfahren, wie gesagt. Stroheinwerf, Gülle. Milch ist da rechts. Drüben ist Wasser und Tier. 30 Tiere passen rein. Qualität vom Mod ist einfach nur Hammer. Ja, ihr könnt natürlich hier oben Ballen einlagern. Ja, das wird ein bisschen schwer. PC ist klar, ne? PC brauchen wir nicht drüber diskutieren. Licht habt ihr auch. PC kann man natürlich hier den stärksten Macker von nebenan machen. Aber hier ist ja ein Strohlager etc. Man könnte natürlich sagen, okay, man macht diese kleinen Handballen nehmen, ne? Das geht auch. Und die dann schön hier stapeln. Ist natürlich mühsam, aber ihr habt ja auch nur ein paar Tiere. Ich werde definitiv diesen Kuhstall verwenden. Ich werde auch einen, weil wir hatten ja gestern, habe ich ein Video hochgeladen. Heute kommt ja noch ein Video, die auch auf der Ehrengrad ist. Ich werde da den Kuhstall, den ich da verbaut habe, wechseln gegen den hier, weil der einfach von der Qualität, Slots, Performance richtig gut ist. Ne, ist zwar klein für einen Butschihof, aber ihr wisst ja, ich mag Butschihof. Und wie gesagt, Qualität ist Hammer. Ist echt gut. Also gut verarbeitet, kleiner Stall. Und ihr habt natürlich eine große Weide. Ja, die meisten Kuhställe, die haben ja immer eine ziemlich kleine Weide. Aber hier habt ihr eine große Weide, unschwer zu erkennen, mit gut verarbeitetem Holz. Ist natürlich eine sehr große Fläche, aber ich bin jetzt hier, könnt ihr ja sehen, ich bin hier oben auf dem Berg. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen Unterstand macht, gibt es ja auch als Mod. Hier vorne das Wohnhaus, ein bisschen Shishi, dann habt ihr halt einen kleinen Hof hier oben. Würde auch gehen, ne? Ich habe das jetzt nur als Beispiel gemacht. Ihr könnt das natürlich hier bauen, wo ihr wollt, aber ich denke mal, ich werde in die Stadt gehen oder so. Ja, aber sonst quält man sich mit den Maschinen immer hier den Berg hoch. Ja, den wollte ich euch präsentieren. Wie gesagt, hier ist Mist. Was haben wir hier? Haben wir hier auch noch was? Können wir mal gucken. Ne, hier kommt es einfach in die Lagerung rein. Wie gesagt, hier ist Mist. Zack. Hier habt ihr Gülle. Hier könnt ihr, wenn ihr hier drückt, die Leiter verstellen, damit ihr mit einem Frontlader oder mit einem Laufband, also mit einem Förderband oder wie auch immer, könnt ihr die kleinen Beine hochmachen. Müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt auch einfach mit der Leiter hochgehen und euch die Beine zuwerfen im Multiplayer. Wie gesagt, hier ist Gülle, hier ist die Milch. Hier an diesem kleinen Nupsi-Stecker da, der jetzt direkt vor mir ist, da kriegt ihr das Rollo runter hoch. Also das, ich nenne es jetzt mal Mückenrollo plus Windschutz für die Tiere. Ja, hier drüben ist das Tiermenü. Genau hier. 30 Tiere passen rein. Und hier habt ihr Wasser, ne? Unschwer zu erkennen. Wie gesagt, Qualität von Mod 1A, also richtig, richtig gut. Und ich werde damit definitiv im nächsten Stream spielen. Bei dem Hof, den ich euch als nächstes präsentiere. Da gibt es natürlich ein Video zu. Ja. Gut, wir lassen das mal so im Bild stehen. Ich will das Video auch nicht zu lang machen, weil ihr sollt keine Werbung haben. Ihr könnt euch das einfach so anzelebrieren. Wie gesagt, 13 Slots.
30 Tiere passen rein. 9.000 paar zerquetschte Euro kostet, das ist lächerlich. Alle anderen kosten 90, 100. Also super günstig. Qualität vom Mod 1A. Absolut 1A. Und baut, ja, werdet ihr im nächsten Umbauvideo von mir sehen. Da werde ich den mit reinpacken. Ja, ist heute gekommen am 8.11. Wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin euer Paddy. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.